So sieht das hier hinter der Kamera aus, hier an der Tokyo Stock Exchange. Es ist ja Mittwochabend und da bin ich immer hier bei World Markets direkt im Studio, beziehungsweise normalerweise natürlich vor der Kamera. Und das sieht dann nachher so aus. Aber ich will nicht so sehr zeigen, wie das hier nur aussieht, sondern den Herrn, den werde ich jetzt mal eben befragen, was wichtig ist. Er hat ein neues Shirt gekauft. Ich muss nämlich gestehen, er ist heute als Streifenhörnchen gekommen mit einem einfachen T-Shirt und sagte, oh je, ich habe mein Hemd vergessen. Also waren wir noch schnell unterwegs und er ist ganz froh, dass er noch Hemd und Krawatte gefunden hat, dass er auch noch ordentlich rüberkommt. In diesem Sinne, wenn wir ihn schon da haben, dann wollen wir ihn natürlich auch befragen. Jetzt muss ich gucken, dass ich nichts umwerfe hier. Wollen wir ihn natürlich auch befragen, was am wichtigsten heute ist. Shimizu-san, let us know what is most important for you in the markets today. I bought the shirt today. I forgot to. I told already. Oh, so you didn't? Okay. Okay. I was supposed to bring my shirt and I forgot. And I had, well, when I met a Bonsan in a Tokyo station, I had to buy this shirt on the fly. Yeah, on a tie rack in Tokyo station. Anyway. Anyway, so well, we just have a durable good came out from the United States for a figure for May, declined unexpectedly, more than we had expected. From month to month, durable good May declined 1.3%. This is after they revised lower for the previous month. April was initially negative 2.1. It was revised down to negative 2.8. The growth or the manufacturing is going somewhere else, I guess. This week we had in Germany, IFO economic number was let down. It was lowest. June was 97.4, the lowest since November 2014. Manufacturing is taking a break, I guess, and they're not starting the economy anytime soon. And also at this point, tomorrow we'll have a President Xi coming from from China for the first time. He's been there for the last 5 years, and this is the first time he ever visited Japan. It's so far away. It's far. It's true. We don't have a direct flight or anything like that. Anyway, he's coming, and he is. I guess he is ready to deal. And a matter of fact, from the United States today, headline is coming from Mr. Mnuchin saying that U.S.-China trade deal is 90% complete. 90% complete. Well, it was 110% complete by the end of April, and it was Donald Trump and said, like, well, he doesn't like it, so he flipped the car. And that's what happened in May. So we never know. But it's always the same. If you download something, the last 10% lasts the longest. Yeah, 90% is that kind of number. Are you sure? Yes. So yen gets sold and the stocks are higher at this point, regardless of durable goods that I mentioned earlier. So I guess we should just rest assured that what's going to be happening over the weekend, G20 and U.S.-China trade talk, and next Monday, Tuesday, APEC Plus meets. And by the time early part of July comes around, and Iran might be getting out of a Iran nuclear accord. Hmm. When Iran leaves Iran nuclear accord, can it call... Could we still have a nuclear accord? I'm not sure, but we need another country. Well, we need another country, I guess. But we need somebody to a sanction, I guess. That's what's happening, and you know, things are piled up, and positions are all over the place at this point. And but just watch out; we may not have any kind of trend. But by this time next week, we might have something. But at this point, we just see high mountains. We have to climb there and go over it because there will be something. There will be something behind the mountain. Hopefully. Have a nice training. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu, Shimizu-san. Also, ihr seht schon, ich habe viel Spaß hier. Tatsächlich sind es aber ganz interessante Themen, nämlich die Durable Good Orders, also die Auftragseingänge bei den langlebigen Wirtschaftsgütern, die sind deutlich mehr gefallen, als es erwartet wurde. Die alte Zahl sogar noch revised nach unten. Also keine guten Voraussetzungen. Man kann sich fragen, wohin denn das tolle Wirtschaftswachstum, was wir so scheinbar haben, und die Börsenkurse, die nach oben gehen, wo das denn herkommt. Offensichtlich ging
das alles nicht in was Langlebiges rein, denn das wäre eigentlich eine Indikation dafür, wer jetzt noch langlebig investiert oder in langlebige Wirtschaftsgüter investiert, der plant irgendwas und das scheint offensichtlich im Moment nicht zu sein. Auf der anderen Seite haben wir jetzt vorausstehend die OPEC am Anfang der Woche, beziehungsweise am Wochenende Anfang der Woche, beziehungsweise jetzt natürlich viel wichtiger, der G20-Gipfel. Da werden wir mal gucken. Xi, das ist der oberste Chinese, hätte ich jetzt was gesagt, der kommt nach Japan das allererste Mal, das wollte ich erzählen. Der war noch nie hier. Man kann sich nur wundern, ob es keinen Direktflug gibt, sagt Shimizu-san, aber nach 5 Jahren das allererste Mal jetzt hier. G20-Gipfel Osaka, Freitag und Samstag. Und angeblich oder möglicherweise, man sei ja schon 90% fortgeschritten. Man kann sich nur wundern, man war ja schon fast fertig. Ist das jetzt weniger als fast fertig? Ist das jetzt mehr als fast fertig? Offensichtlich geht das am Ende dann doch viel langsamer zu. Also ob das wirklich jetzt schon irgendwie was bringt, so richtig kann man das noch nicht abschätzen. Und als letztes noch der Iran, die Iran-Frage, wenn jetzt der Iran wirklich, er hat es ja schon angedroht, ausscheiden will aus dem Iran-Contract hier, dann muss man sich die Frage stellen, ist das dann noch ein Iran-Kontrakt? Wie sieht das aus? Wen nehmen wir dann da rein? Also es sind Fragen über Fragen. Er sagte, wir müssen einen Berg hochklettern, dahinter wird es dann schön. Wollen wir mal sehen. Noch sind die Märkte nach oben gerichtet, sogar relativ steil. Der Markt scheint sich wieder erholt zu haben. Die Schübe auf jeden Fall erstmal nach oben. Wenn das so bliebe, dann würde ich auf der Kaufseite bleiben wollen. Nur wenn es jetzt nicht wackelig runterkommt, sondern relativ stark, dann würde ich gucken, ob es nicht mal wackelig nach oben kommt und dann nochmal zu shorten. Also verkehrte Welt in beide Richtungen. So, wir müssen uns ein bisschen beeilen, deshalb machen wir jetzt ein ganz schnelles Foto. A quick shot at the end. A quick shot at the end. Alles Gute. Bis nächstes Mal. Bye, bye.